Wir haben festgestellt, dass die Claudia und ich noch ganz andere Völkeraustausch und völkerverbindende Dinge erlebt haben gemeinsam. Wir wollen nicht auf alle eingehen, aber auf die schönste von allen. Claudia ist ein großer Gurkenfan geworden. Erzähl doch mal, Claudia. Jedes Mal, wenn ich Spreewaldgurken esse, muss ich an dich und an deine Frau Ines vor allem denken. Warum denn? Weil ich irgendwo im Internet mal ein Video gesehen habe. Wo zwei Zuschauer uns erzählen, wie man Spreewaldgurken ganz selber genau macht. Würdest du die auch gerne mal selber machen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich liebe Spreewaldgurken. Warum keine anderen? Weil das die besten Gurken der Welt sind. Spreewaldgurken sind die besten Gurken der Welt. Ihr hört es von der besten Massenbildnerin und Prinzessinnen, Himbeer, Erdbeer, Raumspray-Herstellerin der Erde. So sieht's aus. Was schätzt du besonders an der Spreewaldgurke? Also welche Eigenschaften hat die? Die ist einfach lecker. Lecker? Ja. Und von der Knackigkeit her und von der Würzigkeit her ist optimal? Ja, perfekt. Die perfekte Gurke. Was machst du denn jetzt in der Schweiz, wenn du die hier nicht kriegst? Warten, bis ich wieder nach Deutschland komme. Wann warst du das letzte Mal an der Ostsee? Im Januar. Und im Mai gehe ich wieder. Also ich nehme mir da natürlich jedes Mal ein großes Glas voll mit. Ihr hört's. Wegen den Spreewaldgurken fährt die Claudia extra vom Zürichsee zur Ostsee. An die Ostsee, ja. Oh, die Ostsee. Das ist das Gleiche. Also, engagiert euch auch. Hast du ein lieblingsdeutsches Produkt vielleicht, was du gerne isst? Oh Gott. Rotkäppchensekt. Esse ich am liebsten. Rotkäppchensekt, sowas vielleicht? Den nee. Baileys mochte ich immer extrem gerne. Das darf ich nicht mehr trinken. Was war das? Den Baileys. Baileys? Mhm. Also, sie liebt als typisch deutsches Produkt Baileys. Also, auch sehr schön. Damit willkommen in der internationalen Welt und bis bald. Fotografen, du willst auf keinen Fall ein Video machen. Nein, auf keinen Fall. Du willst kein Video machen. Warum willst du kein Video machen? Obwohl du ein Video machen willst, muss man dazu sagen. Also, du willst beides. Ich trau mich nicht. Ich trau dich nicht. Aber du hast doch sogar Vampirzähne und Piercings im Kopf und ein Totenschmetterling und eine gespaltene Zunge. Warum traust du dich dann kein Video zu machen? Das ist doch was völlig anderes. Das hat nichts miteinander zu tun. Nein. Das hat nichts miteinander zu tun. Hier das Geräusch. Wir nennen sie nur das Geräusch. Hier sitzt das Geräusch. Claudia, was machst du da gerade? Kannst du Chesschrasti sagen? Rocken. Sie hat das bezauberndste Lächeln der ganzen Zentralschweiz. Wie bist du Miss Schweiz geworden? Wie kam das? Ja, in meinen Zähnen. Das lag an den Zähnen, ja. Ich habe die gesehen und gleich, ja. Haben sie dich genommen? Ja. Ist super. Eine kurze anatomische Frage. Was ist mit deinem Brustwarzen passiert, Claudia? Ja, das ist ein großes Problem. Tausende von Franken ausgegeben. Für neue Brustwarzen? Und es sind die falsch. Und jetzt? Verklagst du jetzt jemanden? Oder? Ja. Claudia wird jemanden verklagen. Sind wir schon im Live-Video jetzt? Nein. Immer noch nicht? Nein. Sie geistert, sie eiert schon seit Stunden rum und will das Video vermeiden. Was sagst du dazu, Ines? Was geht hier vor? Wie empfindest du das alles hier? Ich finde das endlich mal gut, dass ich weiß, was der Fuchs sagt. Also das ist ja immer so die ganz große... Kannst du das nachmachen, was der Fuchs sagt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Hier im Hintergrund steht ein Mann, der gar nicht so recht weiß, was ihm geschieht. Das ist der arme Harald. Harald, wie fühlst du dich in diesem Moment, umgeben von den ganzen Verrückten? Weiß noch nicht so genau. Du wartest ab. Die Stimmung ist friedlich, das Aussehen etwas anders. Aber du bist es ja eigentlich gewohnt, du hast schon viele Theaterstücke in deinem Leben gesehen, also so ist es jetzt endlich. Ja, es macht mir keine große Sorge. Also der Black Rider war schlimmer. Ja? Mhm. Da hast du mehr Blut fließen sehen, oder? Das war ganz schrecklich. Von Krummen und Krüppeln und Verrückten und ein bisschen Farbe im Gesicht ist ja nicht so schlimm. Also es ist immer eine Frage des Vergleichs. Das lernen wir hier. Ja, und dann geht's auch gleich weiter. Wenn es gleich wieder heißt...